Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 7. Mit Haut und Fleisch hast du mich umkleidet, mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Hiob, Kapitel 10, Vers 11. Ich freue mich, dir sagen zu können, dass du weitestgehend genesen bist, sagte Wojciech und nickte. Die körperliche Schwäche und die leichten Koordinationsschwierigkeiten werden bald vorübergehen. Und in spätestens einer Woche bist du wieder ganz der Alte. Ebenezer richtete sich mit einer steifen Bewegung auf dem Bett auf und nickte ebenfalls. Danke, Doktor, stieß er langsam hervor. Wojciech nickte noch einmal und stieg dann von dem Schemel herab, auf dem er sich während der Untersuchung gestellt hatte. Er warf noch einen missbilligenden Blick zu Nathan rüber, ließ dann die Hände in den Ärmeln seines grauen Kittels verschwinden und verließ mit hoch erhobenen Hauptes den Raum. Ebenezers Sohn hatte während der ganzen Untersuchung mit vor der Brust verschränkten Armen in einer Ecke des Krankenzimmers gestanden, ohne ein einziges Wort zu sagen. Aber Nathan brauchte auch nichts zu sagen, denn er hatte Wojciech in den letzten Wochen nur allzu deutlich spüren lassen, was er von ihm und seinen Methoden hielt. Der ignorante Bursche hatte sogar die Dreistigkeit besessen, ihm zwischenzeitlich jeden Kontakt mit seinem kranken Vater zu untersagen. Wojciech war außer sich gewesen. Was für ein ungeheuerlicher Skandal, ihm, dem Leibarzt der Patrizier von Prag, Quacksalberei vorzuwerfen. Glücklicherweise war es nicht schwer gewesen, durch seine anderen Patienten über den Zustand Ebenezers informiert zu bleiben, nachdem Nathan die Behandlung abgebrochen hatte und als ein günstiger Moment gekommen schien, hatte er dafür gesorgt, dass die anderen Patrizier dem jungen Kaufmannssohn nachdrücklich klargemacht hatten, wie viel Vertrauen sie in Wojciechs Heilkunst setzten und dass es an der Zeit war, ihren alten Freund und Zunftbruder Ebenezer wieder der Obhut eines eingestammten Leibarztes zu überlassen. Ein befriedigtes Lächeln ließ Wojciech langem, grauen Schnurrbart zittern. Ebenezers Stadthaus war ein regelrechter Palast. Das dreistöckige Gebäude war vollkommen aus dunklem Holz errichtet und umschloss einen quadratischen Innenhof. Die Flügel des Gevierts waren jeweils in der Mitte durch ein breites, doppelflügiges Tor unterbrochen. Das Tor im Osten führte auf die Sokolska und das im Westen auf die Legerowa, zwei der prächtigsten Straßen Prags. Durch die beiden Tore in Nord-Süd-Richtung floss ein kleiner Kanal, der mit dem Wasserstraßennetz der Stadt verbunden war. In diesem Kanal wartete noch die Rischka-Gondel, die Wojciech vor etwa einer halben Stunde hergebracht hatte. Der Gondolier war über der Lenkstange zusammengesunken und hielt ein Nachmittagsschläfchen, und Wojciech musste erst mit seinem Gehstock gegen die kleine Glocke schlagen, die am Bug des Tretboots hing, bevor der junge Mann aufschreckte und ihr mit verschlafenem Blick auf die vordere Sitzbank half. Dann löste er die Verteuung und stemmte sich in die Pedale, um die Gondel in Fahrt zu bringen. Als das Boot wenige Augenblicke später in den breiten Pavloa-Kanal einbog, war Wojciech in Gedanken schon bei seiner nächsten Patientin. Die Dame Elisabeth hatte sich den Knöchel verstaucht und er musste sich eine Strategie überlegen, wie er ihrem Mann eine möglichst lange und kostspielige Behandlung verkaufen konnte. Ich begreife nicht, warum du dein Geld an diesen Scharlatan verschwendest, Vater. Nachdem Wojciech das Zimmer verlassen hatte, war Nathan an das Bett seines Vaters herangetreten und hatte sich auf dem Hocker niedergelassen, auf dem der kleinwüchsige Arzt während der Untersuchung gestanden hatte. Er verstand seinen Vater nicht. Ebenezer war Kaufmann mit Leib und Seele. All sein Handeln war von der Frage nach Gewinn, vom Abwägen von Kosten und Nutzen bestimmt. Doch was die Behandlung durch den selbsternannten Doktor anging, verhielt es sich vollkommen irrational.
Dabei war es so offensichtlich, dass Wojtek nichts von Medizin verstand. Dennoch hatte er es irgendwie geschafft, sich bei seinem Vater und den anderen Patriziern eine scheinbar unerschütterliche Vertrauensposition zu ergaunern. Nathan konnte es noch immer nicht fassen, dass Jean und Michelski tatsächlich damit gedroht hatten, ihre Bürgschaft für ihn beim kirchlichen Zollamt zurückzuziehen. Ohne diese Bürgschaft wäre es ihm unmöglich gewesen, im Namen seines Vaters die Geschäfte der Familie fortzuführen. Also hatte er sich geschlagen gegeben und den dubiosen Doktor in der letzten Woche wieder zu seinem bewusstlosen, dahinvegetierenden Vater gelassen. Wenn ich es nicht verhindert hätte, wärst du mit Blutekeln übersät aufgewacht, wenn du überhaupt jemals aufgewacht wärst und der Blutverlust dich nicht getötet hätte. Ebenezer antwortete nicht. Nachdem Wojciech gegangen war, hatte er sich in die Kissen zurücksinken lassen. Sein Blick war starr an die dunkle Kassettendecke gerichtet. Nur sein Lidschlag und das regelmäßige Zittern seiner Nasenflügel verriet, dass er am Leben war. Hätte ich ihm kein Ultimatum gestellt, dann hätte er dich noch lange nicht für geheilt erklärt, sondern dir noch Wochen und Monate lang das Geld aus der Tasche gezogen, versuchte Nathan es nochmals. Doch immer noch zeigte sein Vater keine Regung. Nathan wusste, dass er noch geschwächt war und konnte sich vorstellen, dass er sehr unter den Gedächtnislücken litt, die die Verletzung durch den geheimnisvollen Hagel hinterlassen hatte. Sein Vater war immer ein Mann des Geistes gewesen. Sein klarer Verstand und sein Wissen waren die Grundpfeiler seiner gesamten Existenz. Da war es kein Wunder, dass ihm die Amnesie so sehr erschütterte. Aber es ging ihm von Tag zu Tag besser und er hatte eigentlich keinen Grund, so niedergeschlagen dazuwirken. Verzeih, wenn ich dich mit meinem Unmut belästige, Vater, sagte er diesmal im versöhnlichen Tonfall. Du bist sicher erschöpft und ich solltest dich erholen. Morgen können wir dann gemeinsam überlegen, wie du am besten wieder zu Kräften kommst. Mit diesen Worten erhob sich Nathan und trat zur Tür. Als er noch einmal zum Bett zurückblickte, sah er, dass sein Vater den Kopf zu ihm herumgedreht hatte und den Mund zu einem schwachen, aber unübersehbaren Lächeln verzogen hatte. Nathan lächelte zurück. Gute Nacht, Vater. Schlaf gut. Nachdenklich trat er auf die Galerie hinaus, die im zweiten Stock des Anwesens um den Innenhof herumführte. Es war wirklich nur die Erschöpfung, was Ebenezer ans Bett fesselte. Oder litt sein Vater womöglich doch an etwas anderem? Vielleicht sollte Nathan ihn noch einmal untersuchen lassen. Das Problem war nur, dass die einzigen Ärzte, denen der junge Kaufmann wirklich vertraute, raphaelitische Monarchen waren. Und leider war es so, dass sie fast alle Opfer des heiligen Hagelsturms in dem Himmel der Ramiliten gebracht hatten. Und nach allem, was er gehört hatte, waren nicht allzu viele Patienten von dort wieder zurückgekehrt. In der Stadt kursierten verschiedenste Gerüchte darüber, was im Himmel mit den zahlreichen Verletzten geschah. Die einen behaupteten, die Monarchen führten mit den Opfern der Traumzeit Experimente durch. Andere erzählten von Quarantänemaßnahmen und einer ansteckenden Seuche. Und es gab noch einige absurdere Theorien. Nathan wusste nicht, was er davon halten sollte. Tatsache war aber, dass er nicht riskieren wollte, dass sein Vater ebenfalls in den Himmel gebracht wurde. Er musste also irgendwie einen qualifizierten Arzt finden, der seinen Vater auf keinen Fall in ein Hospiz der Kirche einweisen würde. Nachdem Nathan endlich den Raum verlassen hatte, richtete es seinen Körper langsam auf dem Bett auf. Es drehte den Rumpf zur Seite und stellte erst ein Bein, dann das andere auf den Parkettboden. Einen Moment hingen seine Arme schlaff herab, dann tasteten sie hektisch herum, bis sie einen Bettpfosten zu fassen bekamen und seinen wehrlosen Körper langsam in eine stehende Position zogen. Ebenezer versuchte nicht mehr zu schreien. Er hatte es schon lange aufgegeben, sich gegen das Wesen zu wehren, das von ihm Besitz ergriffen hatte.
Er konnte nur zusehen, wie es langsam Herr über seine Gliedmaßen wurde. Und es machte erhebliche Fortschritte. Wenn er allein war, übte es immer wieder, seinen Körper zu bewegen. Zuerst hatte er versucht, sich dagegen zu wehren, andere Bewegungen auszuführen als die, die das Wesen ihm aufzwingen wollte, aber er hatte mit Schrecken feststellen müssen, dass er jede Kontrolle über seine Muskeln verloren hatte. Es war, als sei er in seinem eigenen Körper gefangen. All seine Sinne waren ihm geblieben, ebenso sein Wissen und seine Erinnerungen, aber er hatte keine Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Dennoch musste er dringend etwas gegen den Eindringling unternehmen. Alle dachten, er befände sich auf dem Weg der Besserung, seine Verletzung sei geheilt und er nur noch etwas erschöpft und litte unter ein paar Gedächtnislücken. Niemand, nicht mal sein eigener Sohn, schien zu merken, was wirklich mit Ebenezer passierte. Jetzt ließ seine zitternde Hand den Bettpfosten los und das Wesen ließ ihn für einen Moment bewegungslos im Raum stehen. Dann setzte es seinen geschwächten Körper mit schwerfälligen Schritten in Bewegung. Nach 6 Schritten stieß er mit der Stirn an die Holzwand. Beunruhigt stellte Ebenezer fest, dass dies im Vergleich zu gestern schon ein enormer Fortschritt war. Am vergangenen Nachmittag hatte das Wesen ihn bereits einmal vom Bett aufstehen lassen, doch er war sofort am Fußende zusammengebrochen. Immer wieder hatte die fremde Macht seinen Körper am Bett hochgezogen und vorsichtig versucht, ein paar Schritte zu gehen. Doch er hatte jedes Mal das Gleichgewicht verloren und war zu Boden gestürzt. Dann war eine der Mägde erschienen und hatte ihm wieder ins Bett geholfen. Doch das unheimliche Wesen hatte nicht aufgegeben. Es war alles andere als dumm. »Hilf mir, ein paar Schritte zu gehen«, hatte er sich selbst in dem schleppenden Tonfall sagen hören, den seine Stimme annahm, wenn sie unter der Kontrolle jenes fremden, unbegreiflichen Geistes stand. Und natürlich hatte die Magd ihrem Herrn Gehorsam geleistet und war mit ihm eine Zeit lang im Krankenzimmer umhergegangen. Jetzt stützte das Wesen seinen Körper mit der linken an der Wand ab und bewegte sich langsam in Richtung des schmalen Fensters. Das Einzige, worüber er mehr Macht zu haben schien als das Wesen, war sein Gedächtnis. Er konnte fast körperlich spüren, wie der fremde Geist jedes Mal, wenn er auf irgendetwas angesprochen wurde, eine passende Erinnerung zu finden versuchte. Und er hatte festgestellt, dass er dem Ding oft den Zugriff verwehren konnte, indem er intensiv an etwas anderes dachte. Aber das fremde Wesen lernte schnell. Zu seinem Entsetzen musste Ebenezer feststellen, dass es offenbar nichts vergaß, was es einmal gehört oder gesehen hatte. Zudem gelang es ihm oft, die ihm bekannten Fakten so zu kombinieren, dass er auf seinen Gesprächspartner einfach nur etwas verwirrt wirkte, was dann alle seiner Verletzung zuschrieben. Jetzt hatte er das Fenster erreicht und stützte sich schwer auf die breite hölzerne Fensterbank. Es wurde langsam Abend. Im grauen Dämmerlicht konnte er erkennen, wie unten im Innenhof ein Knecht ein Lastrad entlug. Mit einem Ruck ließ das Wesen seinen Körper vom Fenster zurückweichen und zog mit einer fast bedächtig wirkenden Bewegung die Vorhänge zu. Abends und in der Nacht schien sein Gast, wie Ebenezer das Wesen in einem Anflug von Galgenhumor bezeichnete, besonders aktiv zu sein. Morgens wurde es dann schläfrig und über Mittag war es gänzlich inaktiv. Dennoch lebte es ihn selbst zu dieser Zeit. Aber er hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es ihm eines Mittags vielleicht gelingen würde, zumindest kurzfristig die Kontrolle über seinen missbrauchten Körper zurückzuerlangen. Sein Dilemma war nur, dass auch er dringend Schlaf benötigte. Wenn er das Wesen während seiner gesamten aktiven Zeit überwachte, hatte er keine Kraft mehr, um seine Ruhepause zu nutzen und kurzfristig wieder Herr über seinen Körper zu werden. Deshalb hatte er beschlossen, in dieser Nacht seiner Müdigkeit nachzugeben und zu riskieren, seinen Körper unbeaufsichtigt der Kontrolle des Wesens zu überlassen, damit er am nächsten Morgen mit frischer Kraft um seinen Körper kämpfen konnte. Nathan hatte einen Entschluss gefasst. Er war mit seinem Vater so viel herumgekommen und er wusste, dass es einst vor der zweiten Flut eine Medizin gegeben hatte, die nicht von den Raphaeliten bestimmt worden war. Immer wieder waren seinem Vater und ihm von den Handelsreisen vorsintflutliche Instrumente und Medizinböcher angeboten worden,
meist als wertvolle Sammlerstücke zu horrenden Preisen. Nie hatte sein Vater sich auf ein solches Geschäft eingelassen. Es lohne das Risiko nicht, hatte er Nathan erklärt. Er würde mit diesem oder jedem Stück vielleicht ein paar hundert oder auch 1.000 Euro machen können, wenn er den richtigen Käufer dafür fände. Aber sollte die angelitische Kirche etwas von den Geschäften erfahren, wäre seine Laufbahn als Kaufmann beendet. Sein gesamter Besitz würde beschlagnahmt und er hätte Glück, wenn er nicht den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen musste. Aber irgendjemand kaufte diese Bücher. Und vielleicht gab es auch jemanden, der sie tatsächlich lesen konnte und womöglich sogar verstand. Nathan wusste, dass seine Chancen mehr als schlecht standen, eine solche Person zu finden. Und das auch noch in möglichst kurzer Zeit. Aber es war das Beste, was ihm im Moment einfiel. Und also ein Versuch wert. Ärgerlich war, dass Wojciech auf keinen Fall davon erfahren dürfte. Das machte die ganze Sache noch um einiges schwieriger. Nathan legte sich in den lederbezogenen Stuhl zurück und blickte aus dem Fenster in den schwarzen Nachthimmel über Prag. Es wurde Zeit, seinem Freund Grigor mal wieder einen Besuch abzustatten. Er verließ das Haus zu Fuß, nur in einem einfachen grauen Wollmantel gekleidet. Nachdem er über die Legerowa überquert hatte, gelang er durch eine kleine Gasse an den Franciszka-Kanal. Da es schon spät war, dauerte es fast eine Viertelstunde, bis ein freies Tretboot vorbeikam und ihn mitnahm. Grigor wohnte im Norden Prags, jenseits des Himmels der Rameliten. Im Stadtzentrum selbst, direkt um die Feste der Bewahrer des Wissens, drängten sich die Pontons und Hausboote so dicht aneinander, dass es dort im Umkreis einiger Häuserblocks keine Kanäle gab. Also mussten sie die Engelsburg in weitem Bogen umfahren. Nathan wusste zwar, dass die westliche Route, die der Tretbootfahrer eingeschlagen hatte, die längere war, sagte aber nichts. Zum einen wollte er bei seinem kleinen Ausflug möglichst wenig Aufsehen erregen und die Gondoliere waren für ihre Streitlustigkeit bekannt. Zweitens hatte er noch ein wenig Zeit, in Ruhe seine Gedanken nachzuhängen. Sollte es ihm gelingen, jemanden zu finden, der seinen Vater noch einmal untersuchen konnte, so gab es zwei Möglichkeiten, wie diese Untersuchung ausgehen konnte. Entweder befand sich sein Vater tatsächlich auf dem Weg der Genesung und es bestand kein weiterer Grund zur Sorge, oder Wojciech und die Kräuterfrau, die Nathan bemüht hatte, um eine zweite Meinung einzuholen, hatten Unrecht und sein Vater hatte einen Schaden davon getragen, der nicht behoben war. Was aber war dann zu tun? Wenn der Mediziner, den er zu finden gedachte, dazu in der Lage war, würde Nathan ihn natürlich befragen, seinen Vater zu heilen. Wenn er jedoch nicht dazu in der Lage war, hatte er nicht viel gewonnen, außer der düsteren Gewissheit, dass sein eigener Verdacht bestätigt war. Nathan sollte sich also einen Plan zurechtlegen, was er unternehmen würde, wenn sich sein Verdacht bestätigen sollte. Sei es durch die Diagnose eines vertrauenswürdigen Arztes oder durch ein anderes Ereignis. Als sie eine Stunde später den Florentscher Platz erreichten, hatte es angefangen zu regnen. Nathan zog die Kapuze tiefer ins Gesicht und verließ den kopfsteingepflasterten Platz in Richtung Norden. Jeden Herbst zum Zeltfest wurde auf dem Platz die größte und prächtigste Zeltstadt Prags errichtet. Doch jetzt war keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Das änderte sich jedoch, je weiter sein Weg Nathan nach Karlin hereinführte. Schon bald waren die schwarzen Straßen von den Kneipen und Teehäusern gesäumt, aus denen Musik und Stimmen drangen. Und an den Ufern der großen Kanäle lagen Hausboote, auf denen halb private Feste im Gange waren. Karlin war das Vergnügensviertel der Stadt. Und auch wenn Prag in ganz Europa als die Hochburg des Wissens galt, konnte sich sein Nachtleben fraglos mit dem vieler anderer Großstädte messen. Nathan fand Gregor, wie erwartet, in seinem Lieblingsteehaus, wo einige fahrende Schausteller gerade eine Harlotrie aufführten. Es überraschte ihn überhaupt nicht, dass sein Freund sich für die kurzen, improvisierten Komödien begeisterte, die jetzt überall in Mode waren. Gregor hatte eine Schwäche für das Derbe und Anrüchtige.
Nathan bestellte einen Reiswein und beobachtete, wie sich Gregor vor Begeisterung johlend bei jedem Witz krümmte, besonders wenn sie von der Frau mit dem aufreizenden Kleid gemacht wurden. Der Wein war gepanscht, und als das Stück zu Ende war, ließ er ihn stehen und drängte sich durch die Gästeschar zu Gregor hinüber, der tatsächlich ein Gespräch mit der offenherzigen Komödiantin begonnen hatte. Als er Nathan erkannte, wich das ausgelassene, angetrunkene Grinsen aus seinem roten Gesicht sofort einem ernsten, aber freundschaftlichen Lächeln. »Nathan, alter Junge, was tust du denn hier?« »Ich brauche deine Hilfe, mein Freund.«